An der stürmischen Küste Teneriffas, hoch oben auf dem Felsen am Meer, lässt die schöne deutsche Schauspielerin Melanie Maschke für den Playboy die Hüllen fallen. Blonde Wuschelmähne, strahlende blaue Augen und wilde Wellen, das sind die Zutaten für Männerträume. Es war relativ schnell klar, dass ich das machen will. Das war so ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Also das war jetzt die richtige Zeit. Ich fühle mich an einem Punkt, wo ich sage, ja, das kann ich mit Spaß machen, mit gutem Gewissen machen. Es fühlt sich nicht komisch an, es hat sich richtig angefühlt und ich hatte große Lust dazu. Und die Lust kann man förmlich sehen. Die Soko Leipzig-Kommissarin gibt sich in den sexy Dessous vor der Fotolinse ganz natürlich. Und das macht die 39-Jährige so verführerisch. Ich hatte von Anfang an überhaupt nicht das Gefühl, dass es irgendwie was Merkwürdiges ist. Also ich weiß einfach, wenn ich mich für den Playboy fotografieren lasse, kommen da ästhetische, sehr, sehr schöne Bilder raus. Und es ist so eine Zeitschrift einfach, die eine große Tradition hat. Das finde ich ganz schön. Und schön sind die Fotos wirklich geworden. Egal ob auf dem Bett mit weißem Laken oder an der rauen See. Die verheiratete Schauspielerin und Mutter eines Sohnes sieht aus wie eine bezaubernde Meerjungfrau. Also ich bin sehr zufrieden. Ich finde, wir haben trotzdem uns das Wetter hier gar nicht hold ist, also wir sehr zu kämpfen haben gegen die Wetterbedingungen, haben wir sehr, sehr schöne Fotos gemacht. Und noch mehr schöne Fotos gibt es im neuen Playboy oder unter www.playboy.de.